Hey Jungs, kurzes Info, bevor das Video anfängt, ja. Dieses Wochenende, 7. 8. Mai, zwei geile Turniere, einmal bei Kaiser in Passau, einmal bei Chong im FFB, unser neuer TO, ja. Fasst dahin, spielt's mit, neue Edition, neue Karten, ja, versucht euer Glück, es wird bestimmt geil, ja. Hoi, was geht ab, Leute, Team Mobbit hier. Heute wieder mit einem ernsten Gespräch, TPT Real Talk. Heute haben wir endlich unseren Praktikanten vor der Kamera. Er kriegt jetzt ein ernstes Gespräch. Mal schauen, wie die Situation ablaufen wird. Zuerst mal betone, immer noch Praktikant nach so vielen Monaten. Ja. Ich bin zutiefst, ich kann gar nicht sagen, ich bin ernsttraurig. Ja. Wie lange war die Testphase geplant? 3 Monate, oder? 3 Monate Testphase, danach halt offizielles Mitglied des Teams, ja, und das ist jetzt schon ewig her. Ja? Das ist schon über 6 Monate her. Über 6 Monate. Über 6 Monate, ja. Ja. Und ich habe ihn ins Team geholt, ja, also er war mein Schützling und hat mich echt enttäuscht, ja. Und jetzt wollen wir einfach mal herausfinden, oder jetzt möchte mal wissen, was seine Stellungnahme dazu ist. Ja, ich meine, klar, es gibt ein paar Themen, die wir wissen, aber er kommt auch immer selber und sagt, jetzt bin ich wieder dabei und jetzt geht's ab und dann auf einmal hörst du wieder nichts von ihm. Ja? Und jetzt einfach mal Stellungnahme. Kannst auch gerne halten. Also das Ding ist, Tat hat schon recht, ich bin immer wieder mal verschwunden einfach. Also was heißt verschwunden? Immer wieder mal hat meine Leistung nachgelassen. Dann bin ich wiedergekommen, hab gesagt, jetzt geht's ab und dann kam halt eben nichts. Wie oft hast du das gesagt, dass du wieder da bist? Echt oft. Also ich habe es jetzt nicht mitgezählt, Tati bestimmt, aber ich nicht. Es war halt sehr oft. Wieso lachst du jetzt? Das ist ernst, Mann. Ja, du lachst doch auch. Ja, ich darf lachen. Wieso darfst du lachen? Kommt drauf an, was ich mit dir anstelle noch. Auf jeden Fall. Und meine Rechtfertigung dazu ist, es ist halt viel passiert, was unerwartet kam bei mir. Es ist auch viel privates Zeug, was man einfach nicht mit ins Team bringen darf, aber es hat mich halt leider ein bisschen abgelenkt. Konnte da nichts machen. Habe ich den Jungs auch erklärt, haben die verstanden, aber es ist halt trotzdem passiert. Ich habe halt immer gesagt, ja, ich bin da und dann kam halt immer wieder was und dann kam halt nichts von mir und war scheiße. Also die privaten und persönlichen Dinge, die haben wir natürlich, ist ja klar, das haben wir auch mit einbezogen, ganz klar, ja, da will man nicht sagen, aber die Sache ist halt die, wenn jemand zu uns kommt und sagt, er ist wieder am Start und hat Bock und er will weitermachen, er will seinen Kopf freikriegen, er ist wieder da und will machen, macht aber nichts, ist halt schwierig. Alex, wie soll es weitergehen? Oder was denkst du, was wir jetzt machen? Also verstehst du? Okay, ich glaube, also so wie Hong schaut, ich glaube... Also servus Leute, hier Jimmy Kollega hier. Ich bin ja der Kameramann. Ich war auch hier auf dem Stuhl, wo Alex saß. Die Frage ist jetzt, wo siehst du dich in den nächsten Monaten? Wo willst du hin? Was bist du bereit zu opfern? Das ist jetzt die Frage. Was können wir dir geben? Das weißt du ja. Die Frage ist, wie viel willst du opfern? Was hast du vor? Wie viel Zeit willst du investieren? Also ich finde, opfern ist das richtige Wort. Ich tue jetzt auch viel beiseite für Yu-Gi-Oh! Oder auch fürs Team halt, weil ich auch wichtig finde, dass man auch Zeit opfert dafür. Das werde ich jetzt auch machen. Ich möchte da hinzufügen, dass ich eigentlich kein strenger Manager bin. Meine Aufgaben sind kindisch. Eine Sekunde dauern diese Aufgaben. Also da muss man echt keine Zeit opfern. Da muss man einfach nur antworten. Okay, das war ein kleiner Einschub auf jeden Fall. Aber Barsch hat auch recht. Man muss halt Zeit finden dafür. Und jetzt auch, Hong hat recht. Seine Aufgaben sind echt minimal. Und er ist wirklich kein strenger Manager. Oder was soll man sagen? Ja, er ist echt nicht streng, aber... Es kommt halt immer nichts dann und dann kann ich die auch voll verstehen, wenn die dann, wenn die halt ein bisschen angepisst sind oder sauer oder dann auch eben immer erst ein Gespräch mit mir führen müssen. Und in den nächsten Monaten, also ich würde mich gerne weiter bei TBT sehen, ja, weiter, also ich werde mich jetzt weiter noch engagieren, jetzt egal ob die mir jetzt kicken oder nicht, werde halt versuchen weiter fürs Team alles zu machen, also mehr auch jetzt als ich vorher gemacht habe, weiter meine Eigeninitiative auch zeigen, euch zeigen, dass ich auch wirklich will.
Und ich kann nur das Beste hoffen, aber ich würde mich schon gerne weiter in TBT sehen. Wenn wir dich jetzt rausschmeißen würden, aus dem Team, es wäre gerechtfertigt. Leider ja. Es wär wirklich gerechtfertigt. Ich könnte die auch verstehen. Also ich meine, es ist ja nicht so das erste Mal, dass sie mir sagen, okay, jetzt muss echt was kommen und so, sondern es war schon öfter der Fall und das muss man ehrlich sagen. Und wenn die mich jetzt kicken würden... ist auch ein anderer Kick gerechtfertigt, Marius. Weißt du, mein? Und was gibt uns die Sicherheit oder die, keine Ahnung, dass du jetzt das auch wirklich ernst meinst, weil das hast du ja auch schon letzte Male gesagt. Also eine Sicherheit kann ich euch nicht geben. Ich werde es halt natürlich machen. Ich will Tati, meinen Meister, nicht enttäuschen. Und ich meine... Hast du aber schon. Alex enttäuscht mich sehr. Ich habe ihn ins Team geholt. Ja, er war mein Schützling. Ja, er hat mich zutiefst enttäuscht. Ich will Tati, meinen Meister, nicht noch mehr enttäuschen. Und ich meine, wenn ich dieses Mal jetzt noch überlebe und da bleibe, also dann ist es wirklich das allerletzte Mal. Und also ich meine, allerletzte Mal, dass ich noch eine Chance bekomme. Und anders geht's nicht. Also die Frage ist jetzt, wieso brauchen wir dich? Was ist das? Was ist dein Markenzeichen? Du musst was haben, dass du unentbehrlich bist. Verstehst du? Dann würden wir dich ja nicht kicken. Die Frage ist, was kannst du bringen? Gute Frage von Bagesh. Dazu will ich noch ergänzen. Chong, unser neuer Boss zurzeit, hat zum Beispiel Lorenzo eingeholt. Und da natürlich der direkte Vergleich. Garfield gegen Alex, gegen Lorenzo. Was kannst du, was er nicht kann? Was kannst du besser? Also, ich will natürlich keinen anderen aus dem Team schlecht machen, aber was ich besser machen kann, ich finde, ich bin der Jüngste von allen. Ich habe den frischen Zeitgeist. Ich weiß zurzeit mehr, also ich weiß einfach, was zurzeit angesagter ist als die anderen. Ich meine, ich will keinen angreifen. Ihr seid alle älter, über 20, steht schon im Leben, ich noch nicht. Ich bin noch in der Schule, aber ich würde auch sagen, ich habe auch den besseren Kontakt zur Jugend, kann auch mehr verstehen, wie die das empfinden, wie die das sehen. Und ich spiele auch nicht so lange Yu-Gi-Oh! Ich habe ja seit 2 Jahren angefangen. Ihr spielt alle viel länger und ich glaube, bei mir könnt ihr auch, also bei mir kann man das dann auch verstehen, wie sich die Neulinge fühlen, was halt für Anfänger besser ist, weil ich auch in dieser Rolle irgendwie bin. Ja. Noch irgendwelche Fragen? Barisch? Noch irgendwelche Fragen? Also wir werden natürlich jetzt mal ein bisschen in uns gehen und das alles überdenken. Wir kommen noch zu keinem Schluss. Wir können jetzt nicht sagen, ob wir ihn rausschmeißen oder ob wir ihn drin behalten. Das wissen wir nicht. Wenn wir ihn drin behalten sollten, bin ich sehr gespannt, ob er seine Worte, die er jetzt heute gesagt hat, ernst meint oder nicht. Also diese Probleme kommen ja nicht von irgendwo. Du musst ja irgendwas geahnt haben oder was befürchtet haben. Aber wie kommt es, dass du trotz dessen dich nicht mehr engagiert hast? Es stehen immer noch offene Aufgaben und da kommt nichts von dir. Also wenn ich zum Beispiel in Probleme bin, dann versuche ich die zu lösen. Oder wenn ich weiß, dass irgendjemand sauer auf mich ist, versuche ich das irgendwie zu schlichten, aber von dir kommt trotzdem nichts. Und deine Aufgaben sind immer noch nicht erfüllt. Was ist da los? Also dass ich mich mehr engagiere, finde ich schon. Ich mache immer noch nicht alle Aufgaben, aber ich versuche auch mal selber was einzubringen. Und das Ding ist halt, die Erwartung ist halt auch sehr hoch. Jetzt gerade, wo ich auch in dieser Problemphase bin, finde ich, ist die Erwartung auch sehr hoch von den anderen. Es ist halt nicht sehr hoch, aber höher als sonst. Und wenn ich sonst halt was gemacht habe oder selber auch was eingebracht habe, meine Aufgaben, dann kommt halt immer nur sowas wie, ja, ist nicht gut genug, ist schlecht oder bringt halt kaum was. Und dann habe ich auch, also dann weiß ich auch nie, ob das, was ich dann mache, genug ist oder ob das den Erwartungen entspricht. Und dann habe ich meistens auch Angst, irgendwas zu machen. Also Leute, ihr habt jetzt genau gesehen, Real Talk, wie es genau abgeht. Schreibt hier in den Videos, wie fandet ihr Alex in den Videos? Fandet ihr ihn gut in den Videos? Was kann er verbessern? Schreibt es runter in die Kommentare. Das war's von uns und nicht vergessen, Yu-Gi-Oh! Serious Business. We'll be right back.
Ja, Jungs, servus. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Wenn ja, schaut euch die anderen Videos an. Ansonsten liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere Sponsoren ab und unsere Beschreibung. Checkt unsere Facebook-Seite ab. Und nicht vergessen, leidet nicht.